Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gold Rush The Game. Ja, wir stehen kurz davor, Tier 3 in Betrieb zu nehmen. Wir haben hier alles soweit angeschlossen. Es war ein Haufen Arbeit hier, gerade die ganzen Matten und Gitter und Hockpens, alles hier aufzustellen, alles mit Schläuchen für Wasser und Strom und dann noch mit Verlängerung, weil die Schläuche hier nicht ausreichten von der Länge. Viel, viel Arbeit, aber wir haben es jetzt geschafft. So, jetzt wollten wir einmal zur Bank. Genau, machen wir mal. Einmal zur Bank. Bis wir da sind, ist vielleicht die Abrechnung schon passiert. Wir haben nämlich noch eine Abrechnung, wo wir Kredit abbezahlen. Das ist dann auch die letzte Rate. Und dann können wir mal gucken. Oh, wir können ja auch gleich, fällt mir gerade mal so ein, den Anhänger mitnehmen. Einmal voll tanken. Dazu müssen wir nochmal treffen. Und jetzt ist schon die Abrechnung. Was ist hier los? War doch sonst 23 Uhr. So, wir haben 24 Dollar jetzt für den Arbeiter bezahlt, den wir gerade erst eingestellt hatten. So, wir haben keinen Sand abgetragen, kein Gold. Kein Gold? Zählt das von den Arbeitern nicht? Mhm. Interessant. Ja, aber die Kreditrate 12.300 und... So, kommen wir jetzt hier raus oder hängen wir hier fest? Ne, geht gerade noch. So, Anhänger ist dran. Ja, das ist interessant, dass wir für die paar Unzen jetzt, den der Arbeiter jetzt geschafft hat, dass wir da nichts zahlen müssen. Außer ein bisschen Gehalt. 24 Dollar. So, wir fahren jetzt zur Bank. Dann gucken wir mal. Der Kredit müsste jetzt komplett abbezahlt sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nicht, dass wir doch noch eine Rate haben, aber ich glaube, das war jetzt die letzte. Dann bin ich mal gespannt, wie viel Kredit wir aufnehmen können. Der Kipplaster ist ja nicht gerade günstig. Oh, der Anhänger, ey, das gibt's ja gar nicht. Der fliegt hier förmlich. Oh Mann. Wir müssen tatsächlich ein bisschen langsamer fahren hier. So, wir fahren erstmal zur Tankstelle. So. Hier müssen wir einmal aufmachen. Für 1400 Dollar einmal tanken. Dann können wir den Pickup auch gleich nochmal voll machen. Für 40 Dollar. So. Das wäre das. Jetzt haben wir noch 26.000 Dollar.
So, dann wollen wir mal gucken. So, Kredite. Tja, wir haben abbezahlt. Sehr schön. Jetzt ist die spannende Frage. Wie viel Kredit könnten wir aufnehmen? Ui! $446.000 können wir aufnehmen. Ja, dann nehmen wir doch mal einen Kredit auf von 150.000. 150.000. So, das schaffen wir aber nicht in einer Rate. Wir nehmen moderate Raten. Also jetzt nicht so, dass man sagt, wir zahlen jetzt hier nur $3.000 jeden Tag ab. Das natürlich nicht. Wir wollen ja eine kleine Herausforderung haben. Dann würde ich mal sagen, wir machen so auf 20.000 am Tag. Sollte machbar sein. Ja, knappe 20.000, 8 Raten. Ja, dann haben wir genug Geld. Brauchen wir noch mehr? 149.000. Der Laster kostet 159. Ja, dann haben wir noch ein kleines Puffer. Oder wir machen das Puffer so, dass wir eine Kreditrate zahlen. So, das wären ja jetzt 20.000. Ne, dann nehmen wir 160.000 auf. So, das geht aber nicht. Ja doch, 161. Ja, genau, dann haben wir noch eine Kreditrate über. Ja, da nehmen wir doch auf. Ja, dann kann es ja jetzt richtig losgehen. Die Abrechnung war ja gerade. Also alles, was wir jetzt erwirtschaften, muss auch versteuert werden. Oder quasi vermietet. So, mal wieder Mitternachtsshopping. Nur ist die kleine Taschenlampe, da sieht man nicht gerade besser. Ja, Kipplaster 159.000, hatte ich noch zum Glück richtig in Erinnerung. So, hinzufügen. Dann haben wir ihn. So, einmal bestellt und der Kipplaster auf die Parzelle. Ja, und in der Tat werden nur die Fahrzeuge als Maschinen angesehen. Ich hatte ja echt gedacht, dass auch hier die Förderbänder und so und der Duplex-Jig, Rütteltisch, Trommel, dass das auch dazu gehört. Aber nur was man wohl selber fahren kann, zählt als Maschine. Dann wissen wir das auch schon mal für nächstes Mal. Also das heißt, wenn wir auch hier mal die Bohrmaschine holen für 146.000. Das ist eine Maschine dann. So. Dann wollen wir doch mal. Zurück zur Parzelle. Mit einem vollen Tank. Also können wir erstmal wieder sehr, sehr viel baggern. Der ist ja auch schon voll getankt. Haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Ja, dann werde ich da jetzt die mobile Anlage jetzt wegfahren, damit die da nicht im Weg rumsteht. Also ein kleines bisschen müssen wir hier noch Vorbereitung treffen. Und wir müssen, glaube ich, auch noch, bevor wir die große Anlage starten, noch den einen oder anderen Generator volltanken. Und ich bin mal gespannt,
wie lange dieser kleine Stromgenerator die dicken Maschinen hier betreiben kann mit einer Tankfüllung. Da bin ich mal gespannt drauf. So, und dann sagen wir mal, den stellen wir hier ab. Dann werden wir den Anhänger, den werden wir auch noch ein bisschen beiseite fahren. Den werden wir genau daneben hinstellen und dann stört uns hier nichts mehr. So, aussteigen. Abkoppeln. Ja, dann fahren wir mal die mobile Anlage weg, damit die hier auch nicht mehr im Weg rumsteht. Jetzt könnten hier die Arbeitsleuchten im Weg rumstehen hier. Bin ich mal gespannt, ob ich den hier so ankoppeln kann. Oh, der reagiert so träge hier. Man gibt Gas und erst 2 Sekunden später rollt er. Stört die Lampe hier, Tatsache, das kann ich mal. Halt. Nicht, dass der Wagen hier noch wegrollt, ey. So, was nur hier? Oh, was hat er sich hier festgehakt? Am Kabel hier oder was? Oh Mann! Ah, ein Auto, was sich an so ein Stromkabel festhängt hier. So, Lampe stellen wir erstmal hier hin. So, sind wir ganz nah hier ran. Wir haben ja so dicht dran gebaggert hier. So. Oh, jetzt kommen wir da tatsächlich nicht ran. Also noch ein bisschen spitzerer Winkel. Oh, wieso kommt der da nicht ran? Hallo? Wieso kann ich jetzt hier nicht ankoppeln? Oder stehe ich zu schief, dass es Tatsache nicht geht? Dass man mehr geradeaus stehen muss? Nee, Tatsache, es geht nicht. Oh, so ein Mist hier. Ah, dann müssen wir das leider
offene Methode machen, die ein bisschen schneller geht, aber eigentlich... Ja. Ist jetzt nicht so toll, aber geht jetzt nicht anders. Hat jetzt nicht funktioniert. Wir haben jetzt zu viel weggebaggert. Also wir nochmal gucken hier. So, jetzt leuchtet er. So. Jetzt leuchtet er. Die stellen wir jetzt nur noch mal ein bisschen besser hin. Hier ein bisschen außerhalb. So. Und den Pickup parken wir hier. So, und dann könnten wir jetzt loslegen. So, wo ist denn unser... Wo ist der Kipplaster, den wir jetzt gekauft haben? Wo ist er? So, bin ich jetzt irgendwie blind? Ist es schon zu spät abends? Wir haben noch den Kipplaster gekauft und hierher transportiert. Oder habe ich nicht auf Bestätigen geklickt beim Transport? Doch, der war doch schon drüben. Stand ja, 3 von 8 Maschinen sind hier. So, wo ist der... Wo ist der Kipplaster? Wir haben keinen Kipplaster hier. Wo ist denn der? Hallo? So. Wir können hier nochmal Transport gucken. $3000 zum Freischalten. Na gut. Schalten wir mal frei. Ne, Kipplaster ist immer noch im Lagerraum. Okay. Na, ich habe Tatsache, glaube ich, nicht auf Bestätigen geklickt. Ich habe hier nur einmal rüber transportieren. Bestätigen. So, jetzt aber. Ich dachte schon wieder. Na, da steht er. Wunderbar. Eieiei. Meine Güte. Ja, dann wollen wir doch mal. Auch wenn es jetzt hier erstmal Nacht ist. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Gold machen. Wir haben eine tägliche Rate von $20.000. So, noch stellen wir uns erstmal hier hin. So.
So, dann positionieren wir uns mit dem Kipplaster mal irgendwie hier so. Oder wir können auch hier positionieren. Ja, machen wir mal so. Müssen wir erstmal den Kipplaster holen. So, das geht schon mal. Ja, machen wir mal fettes Licht an. Ja. Jawohl. Und los geht's, ihr Tier 3. Muss ich erstmal wieder dran gewöhnen hier. Stehen bleiben. So, dann wollen wir mal jetzt ganz losgehen. Eine Fuhre machen wir hier, bevor wir hier für heute wieder beenden müssen. Ja, und wir haben jetzt eine Anzeige, wie voll der Kipplaster ist. Ja, 11%, hervorragend, dass die das jetzt eingebaut haben. Ja, bei Season 1 war das ja noch nicht, da musste man immer raten, ja, wie voll ist er denn jetzt? So, jetzt können wir hier kurze Wege machen. Und jetzt haben wir 11% mit einer Schaufel. So, wir fangen erstmal hier außen an. Und dann arbeiten wir uns langsam zur Mitte vor. Jawohl. Sehr schön, das macht er jetzt wieder ordentlich Spaß jetzt. Jetzt müssen wir nur noch wieder in den Rhythmus reinkommen. Jetzt kann man den Kipplaster wirklich immer direkt nebenan hinstellen. Dann braucht man nicht mehr diese langen Wege machen zur mobilen Waschanlage. So, 60%. Ja, immer so um die 11%, 10 bis 11%. So.
So, 92. Das heißt, das ist eigentlich gleich voll. Müssen wir jetzt vorsichtig auskippen. Nicht, dass wir da irgendwas verschenken. So, müssen wir mal so machen, dass wir die Anzeige sehen. Ja, müssen wir so machen. Oh, 100%. Ja, dann machen wir mal aus. Dann bringen wir den Kipplaster nochmal weg. Muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen einspielen hier. So, dann kippen wir doch mal rein. Und auch jetzt haben wir hier wohl eine Füllstandsanzeige. Joa, fast ein Kipplaster voll. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir jetzt noch mal kurz, was wir da jetzt an der Ertrag haben und ob das jetzt hier so alles funktioniert, auch wenn es hier gerade ein bisschen dunkel ist. So, erstmal gucken, ob wir überall genug Sprit haben. So, Wasser haben wir, Strom haben wir hier und da haben wir auch. Mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht anmachen. Da müsste das eigentlich alles laufen. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt 88% hier drin. Machen wir mal Wasser an. So, wir gucken jetzt erstmal, ob jetzt hier Wasser überall läuft. Ja. Also die Hotpans laufen und hier oben kommt auch Wasser raus. Ja, hier ist Wasser. Rütteltisch, sehr gut. So, dann machen wir jetzt Motoren an. Dann wird hier tatsächlich die dicke Trommel betrieben und der Rütteltisch. Und mit dem anderen, da sollte dann jetzt die Fließbänder laufen. Ja, in der Tat. Und immer wenn eine Schaufel kommt, 3% werden hier weggearbeitet. Oh, Washplant ist incomplet. Also wahrscheinlich fehlt er noch. Ja, Tatsache. Dann machen wir mal aus. Ja, Washplant ist incomplet. Wir brauchen Tatsache noch den letzten... Oder die Rutsche. Einmal die Rutsche hier, die fehlt noch. Und die Rutsche hinten für den Abfall. Die müssen wir uns Tatsache auch noch holen. Also die hier hinkommt. Oder kommt hier keine mehr hin? Also damals war hier immer eine. Ne, dann ist das Tatsache nur noch die eine. Also die hier. Aber... Hier schon alles voll. Ein Eimer, obwohl inkomplett. 8% sind die Matten hier voll, beidseitig. Die Eimer sind jeweils zu 8% voll.
Und 15% sind die Matten vom Hogpen. Alter, mit einer Ladung. Das heißt, wir können eigentlich nur so 6 Ladungen reinmachen. Dann haben wir schon 90%. Hui. Okay, gut zu wissen. Also 6-mal. Dann müssen wir die Matten ausleeren. Zumindest die hier vorne. Die anderen 10-mal. Vielleicht auch sogar 11 oder 12. Ja, vielleicht sogar... Ah ne, das ist sogar fast das Doppelte. Genau, die anderen haben 8%. Das ist ja, ja nahezu das Doppelte. Ja, also müssen wir die Hogpen quasi 2-mal ausleeren, während wir alles andere 1-mal ausleeren. Okay. Ja, super. Dann wissen wir ja schon mal ein bisschen Bescheid. Und wir kaufen uns dann eben noch die eine Waschrinne, ne? Nicht, dass hier ständig diese Nachricht kommt. Aber funktionieren würde das. Aber auf Dauer ein bisschen nervig, wenn dann immer diese Nachricht kommt. Ja, und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Dann geht's richtig los hier mit den Goldgraben. Ja, würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Jetzt, wo es richtig zur Sache geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.